is my canvas. I'ma paint it how I want it, baby. Oh, this is my canvas. Mit diesem Kritikpunkt, Emmy, dass ich mich nicht genug bewege, möchte ich alle Zuschauer dazu auffordern, Emmy davon zu überzeugen, dass ich super beweglich bin. Bist du auch. Ne? Ihr könnt dafür unsere Facebook-Seite belegst dich mit deinen Händen, deinen Finger mit dem iPhone und du kannst Tic-Tacs schütteln. Oder ein anderes Dragé-ähnliches Nahrungszusatzmittel. Ja, genau. Herzlich willkommen zu Apps Night. Drei Apps mal wieder hier in diesem Teil zumindest. Und die erste App, die wir euch unter die Nase halten möchten, die ist wirklich radikal. Die ist, nicht extrem, die ist radikal. Radikal. Genau. Und da gibt es einen Hard-Modus und das darf ich gleich spielen. Ja, dieser Hard-Modus, da bin ich mal gespannt. Vielleicht ist es Jonathan Hart, wir wissen es noch nicht genau. Wir wissen es nicht. Data Volume ist für die Leute gedacht, die auf eine zweite App warten. Und so ist der Name der zweiten App nämlich auch. Und die App verrät euch, wie viel Inklusivvolumen ihr noch bei eurem Mobilfunkprovider habt. Das heißt also, wenn ihr 1 Gigabyte habt, startet ihr die App und die sagt euch, ihr habt schon 998 Megabyte verbraucht. Das weiß man also, dann hat man nur noch 2 Megabyte. Ja, gut zu wissen. Die nächste App ist vielleicht jetzt nicht so hilfreich im alltäglichen Gebrauch. Quatsch. Voll. Aber macht Spaß. Katze. Ja. Nee, Mensch, Katzen. Audio. Nee, wie heißt die nochmal? Mensch, Katzenübersetzer. Ja, habt ihr zu Hause eine Katze? Denn sowas, aber Spaß macht auf jeden Fall. Und die Erbsen macht auch Spaß, zumindest uns, deswegen bleibt dran. Radikal geht's jetzt weiter hier bei der Apps Night mit einem Spiel mit einem Hard-Modus und du hast gesagt, ich kann's nicht. Nee, mal gucken. Ich mache erstmal den einfachen Modus. Ne, man hat hier, wenn die App gestartet ist, relativ einfache Auswahl. Du kannst hier unten auf Radical gehen, du kannst auf den Normal-Modus gehen und auf den Hard-Modus. Ich mache mal den Normal-Modus als erstes. Und dann ist und du musst immer Spiel, nach links und rechts tippen, um dich dann zum Beispiel. Das ist doch genau dein Spielprinzip bei mir. Guck mal, du musst dann nämlich auch, wenn du an den Rand des Bildschirms kommst, kannst du damit dann... Oh, brutal! So, das war normal. Jetzt gehen wir mal eine Nummer härter und zwar auf Hartmodus, Hartkäse-Modus. Und das ist schon ein bisschen brutaler. Da geht's... Oh Gott. 7. Warte mal, ich glaube, die 16 kriege ich noch. Es wird ein bisschen Werbung reingestreut, wie man vielleicht sieht. Ist ja okay, dann muss ja auch kurz mal ablenken. Kostet ja nichts. Die App meine ich. Oh. Oh Gott. Du machst es aber gar nicht so schlecht. Du hast so lange geübt? Nee. Weißt du, wie weit ich kommen werde gleich? Werden wir gleich das sehen. Das ist im ersten Balken. Wenn Emmy, du wirst aber die Radikal-Version spielen. Free Continue? Nee, natürlich mit nicht. 30 hast du geschafft? Ja, genau. Neuen Hardcore-Modus. Willst du mit einfach? Nee, Radical. Komm, Radical. Denn schon. Mein Bestes ist 7. Achtung, ihr müsst es nicht lange einblenden. Also doch, sofort doch. Aufs Bild schön und jetzt geht's. Und slow also ich muss einfach. Links nach links, rechts nach rechts. Warte. Okay. warte. Links nach links, rechts nach rechts. Nochmal. Okay. Ist gut. Zwei Punkte. Nein, ein Punkt, null Punkte. Weiter geht's. Rechts? Okay, das ist ich mag das Spiel nicht. Jetzt geh mal, mach mal einen anderen Modus. Ja! 3 Punkte! Jawohl! Es ist halt wirklich immer schlimm, blöd, wenn man mit dem schnellsten Modus anfängt. Ne? Nein. Das wäre so ein Spiel, da würde mein Telefon nicht lange überleben, weil ich irgendwann sagen würde. Bam. Was denn? Welches Wort würdest du sagen? Das war ein schlimmes Wort. Schade, würdest du sagen. Willst du mal in den normalen Modus spielen? Nee, weil dann mache ich mich noch mehr zum Affen, weil ich das auch nicht kann. Ich probiere mal den Radikalen mal eben kurz, ob ich die 7 bekomme. Nee, du wolltest nur... Du hast doch gerade 30 schon geschafft. Na gut, da war, ist leider schon die Zeit vorbei. Tut mir wirklich leid. Radikale App, radikalen Mut für Leute, die so ein bisschen cholerisch wirken, ist das genau das Richtige. Und wenn ihr Lust habt, das zu spielen und 30 übertreffen könnt, dann postet auf jeden Fall das Bild von diesem, also von den übertroffenen 30 auf unserer Facebook-Seite und dann können wir euch hier ein bisschen feiern in der Sendung. Ja. Ne? Yay! Verträge gibt's wie Sand am Meer, Emmy. Mittlerweile weiß man wirklich gar nicht mehr, welches man nehmen soll, ne? Nee, null. Also es gibt ja es gibt normale Verträge, Telefonverträge. Dann gibt es noch Verträge, Flatrate-Verträge, wo du dann noch UMTS nutzen kannst. Ne? Und dann seit ein paar Jahren gibt es ja auch LTE. Ne? Und dann kannst du da 5 Gigabyte nehmen und 10 und 1 Gigabyte. Manche sind auch mittlerweile super billig. Und dann denke ich immer, das ist zu billig, it's too good to be true. Irgendwie ist auch ein Haken dran. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ob da ein Haken dran ist. Worauf ich hinaus will, ist, dass viele Leute gar nicht wissen, wie viel Inklusivvolumen sie denn noch haben. Das heißt also, man weiß nicht, wenn man jetzt 500 Megabyte im Monat hat,
ob man damit über die Runden kommt. Und da kommt eine App ins Spiel, die für Leute, die bei der Telekom sind, ganz hervorragend funktioniert. Sie nennt sich Data Volume und funktioniert erstmal nur für Anbieter der Telekom. Mhm. Das heißt, Congstar ist zum Beispiel ein Subunternehmen von Telekom. Wenn ihr zum Beispiel bei Mobilcom seid und du hast einen Telekom-Vertrag über Mobilcom gemacht, dann funktioniert das auch. Ihr guckt einfach links oben in die Ecke eures Smartphones und wenn da irgendwas mit Telekom oder Congstar steht, dann ist Data Volume für euch genau das Richtige. Sehr schön. Und du hast also 23% schon aufgebraucht oder hast noch 23% übrig? Ich habe 23% aufgebraucht, mhm. Habe noch insgesamt 5 GB und von diesen 5 GB habe ich schon 1,12 GB verbraten. Ne? Und was aber auch ganz praktisch ist bei Data Volume, ist, dass du rechts unten neben diesem Kreis auch noch die maximale Geschwindigkeit deines Internetanschlusses angezeigt bekommst. Wenn du zum Beispiel LTE 50 Megabit hast, dann kriegst du 50 angezeigt. Wir haben hier 150. Powermäßig ist jawohl. Das. Ja, aber also würdest du sagen, du bist ein Vielverbraucher oder bist du eher über WLAN drin? Nee, ich bin absoluter Vielverbraucher. Okay. Wichtig ist, wenn du im WLAN drin bist, so wie wir das jetzt gerade sind, dann kann er nicht aktualisieren. Das liegt daran, dass er einmal eine Internetverbindung über den Internetprovider, also in diesem Fall die Telekom, machen muss, um dann zu fragen, hallo, wie viel Gigabyte sind denn da noch frei? Übrigens, das kann man übrigens auch selber machen, wenn man diese App nicht drauf hat. Du kannst, nehmen wir an, du bist bei E+. Ja, bist du sogar bin auch, ich ne? auch, ja. Und dann gehst du auf die Homepage von E+ und da findest du einen Link zu einer Webseite und dann steht, wie viel Gigabyte du noch frei hast. Ohne, dass wir irgendwie dich anmelden musst, der erkennt das anhand der Telefonnummer und anhand deines Providers. Ah, okay. Das funktioniert mit allen anderen Providern auch. Aber man muss auf die Webseite erstmal gehen. Aber was bringt einem das denn, dass man das weiß? Dass man einschränken. Ja, tut man das denn wirklich? Ja. Ja, machst du das? Nee. Du hast doch eh so viel ja, genau. Gigabyte. Aber es gibt ja Leute, die so taschengeldmäßig mit ihrem Handy umkommen müssen. Ne? Und wenn du dann 500 Megabyte im Monat nur hast, ne, und du bist die ganze Zeit in der U-Bahn und guckst YouTube, dann musst du dich nicht wundern, wenn das viel verbraucht. Man kann aber natürlich auch bei seinen Einstellungen im Telefon das vorher einstellen, dass man zum Beispiel eben nicht in der U-Bahn alles runterlädt, was man angezeigt bekommt. Das muss man halt vorher sich überlegen und dann nur zu Hause im WLAN dann die Bilder zum Beispiel oder die Movies oder so runterladen, die eingeschickt werden. Das funktioniert nur, wie gesagt, wenn man im UMTS-Netz oder im Mobilfunknetz seines Providers ist, wenn man das aktualisieren möchte, dann sieht es so aus, dass er dann sagt, Verbindung fehlgeschlagen, deaktivieren Sie bitte Ihre Wi-Fi-Verbindung, können wir nicht machen, weil sonst wird diese Sendung nicht funktionieren. Und wenn man hier oben auf die Settings geht, sieht man ganz klar, man hat noch ein Bridget-Jones-Update. Ne? Bridget-Jones-Update kann man machen. Und das war es auch schon. Die App kostet nichts und sie ist für die Leute gedacht, die nicht wissen, wie viel Gigabyte sie frei haben, sich fragen, wie schnell ihre Internetverbindung ist und das mit einer App gelöst haben möchten. Wir kommen zu einer App, die jeder zu Hause haben sollte, auch wenn man keine Katze hat. Katze? Maus. Tanzt auf der Matratze. Kenn ich nicht. Kennst du das nicht? Das ist ein Zitat. Ja, von wem denn? Das war Club der Toten Dichter. Da sollte einer einen Reim aufschreiben. Der hat gesagt, ich schreibe ein Gedicht und das Gedicht hieß, die Katze tanzt auf einer Matratze. Gut, ich habe den Film auf Englisch gesehen, deswegen hatte das auf Englisch. The Cat is Dancing on the Matratze. On the Hat, wahrscheinlich. Ah, The Cat in the Hat war das, hat er gesagt. Stimmt. Aha, das war aber von Dr. Seuss und das ist nicht, so, ist nicht von ihm persönlich. Ach so, ja. Jetzt macht das Sinn. Ja. Wir brechen die Sendung ab. Diese Anmoderation von mir war total scheiße. Die hatten überhaupt nichts damit zu tun. Nein, wir bleiben dabei. Wir bleiben auch immer dabei. Auch wenn unsere Moderationen nicht so gut laufen. Manchmal versteht man uns nicht. Ne? Vielleicht liegt es daran, dass wir einfach dass unser Genpool mit der Katze, dass wir aus dem Katzengenpool kommen. Irgendwie. Ich bin nicht so ein Katzenfan. Ich auch nicht. Aber die App, die ich jetzt habe hier, die ist so fantastisch, dass ich sie euch mal vorstellen möchte. Ja. Und ich muss dafür mal irgendwas umstellen, in der Hoffnung, dass ihr es dann seht. Ja, da ist es. Sehr schön. Minka ist ausgewählt. Minka ist eine Katze. Und die App, die wir... pass auf, hört mal hin. Vielleicht hören, also, wir hören jetzt mal. Achtung, das ist eine aggressive Katze. Hat man gehört? Also wenn du eine Katze hast, Emmy, dann könntest du mit der Katze zum Beispiel kommunizieren. Ach so. Also ich bin mir sicher, also pass auf, ich mach das laut genug bei mir, wenn man das so... Nach 10 Minuten kommt eine Reaktion von der Katze. Wetten? Wetten. Wenn du das 10 Minuten lang ganz stringent durchziehst. Ach, ganz ehrlich, die App ist wirklich dafür da, dass man mit seinen Katzen kommuniziert oder für nichts anderes? Genau. Und man kann dann auch Katzengeräusche aufnehmen und das wird dann übersetzt. Pass auf, wenn ich sage, du dummes Luder, friss endlich die Sachen aus, die ich dir gebracht habe. Dann ist die Übersetzung. So, und jetzt weiß die Katze, dass
übelste Konsequenzen drohen. Man kann dann aber auch noch ein anderes Profil, zum Beispiel den von Jauer. Sag mal was Nettes. Du bist meine kleine Muschi. Ja. Könnte man nicht nachsprechen, weil es halt schwierig ist. Du bist meine kleine Muschi. Ja, es gibt halt verschiedene... Es kommt darauf an, wie du das aussprichst. Wenn du sagst, du liebe kleine Katze oder du liebe kleine Katze, ist was anderes. Mach mal beides. Du liebe kleine Katze. Man kann auch verschiedene andere... Und jetzt schrei mal rein. Du mieses Drecksvieh! Das ist doch immer dasselbe. Ach, so ein Quatsch. Klar ist das, also ich glaube aber, dass man damit wirklich Chancen hat, seine Katze, den Draht zu seiner Katze zu... Meinst du, ja? Nee, hältst du das Telefon hin? Weißt du, woran das liegt? Das liegt daran, dass man sich mit der Katze beschäftigt. Man kann auch Katzen schätzen das sehr. Katzen sind sehr menschenbezogen. Sie mögen uns, nicht nur, weil wir Essen machen für sie, sondern weil wir uns auch mit ihnen beschäftigen. So zum Beispiel, wenn man eine Wollmaus wirft. Die Regie hat auch schon genug. Hey! Sag mal! Wir wollten doch noch umstellen auf die andere Katze namens... Es gibt Minka, es gibt Miauer, die Miauer, es gibt schnurrende Mieze. Die schnurrende und es Mieze. Gibt noch verschiedene andere... Über die schnurrende Mieze. Ja, man kann noch andere Level ausloggen. Also es ist wirklich eine coole App, die euch vielleicht... Ich habe sie schon ausprobiert, ne? Im Zoo, bei einem Tiger. Und? Wir sind befreundet. Ja. Ja, wir sind bei Facebook, sind wir befreundet. Und so ähnlich könnt ihr das auch machen. Ja, wir haben genau. auch eine Facebook-Seite. Da könnt ihr mal drauf surfen. Ja, diese App, die. Ist gut, ne? Ja, die ist super. Wir müssen noch anderthalb Minuten reden. Nö, über irgendwas nicht. Anderes, ne? Nee, müssen wir nicht, denn wir sind Herren dieser Zeit. Sind wir das? Sind wir Herren dieser Zeit. Wir sind Herr der Gezeiten. Gezeitenherren. Falls ihr übrigens Beispiele für gute Apps habt, dann behaltet die für euch. Schickt uns keine E-Mails, gibt uns keine Hinweise darauf hin, denn diese wunderbare App, diese Katzen-App, die habe ich schließlich selber gefunden und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das nicht könnt. Wir machen ein kurzes Päuschen. Emmy möchte mir auf die Mappe hauen. Bis nee, gleich, ja? Nee. Doch, doch. I love you, Mama. I keep my head high. I got my wings carrying me. Can I get a glimpse? Last night I had a bad drink. That I was trapped in this city. Then I asked, is that really such a bad thing? They robbing niggas on the daily, can you blame a nigga that ain't ever had things? Guess not. Last night, they put up ich hab den Mund voll mit Tic-Tacs, kann nicht reden, du bist dran. Die Nase voller Tic-Tacs, Emmy. Herzlich willkommen zur Apps Night. Es gibt mal wieder drei Apps für euch und wir fangen an mit der ersten. Ein Spiel, 94. Die ist nicht hundertprozentig, sondern 94%. Die ist 94%. Es geht darum, dass wir Werner Schulze Erde eine Applikation gewidmet haben. Familienduell, ihr erinnert euch sicherlich alle daran, dieser weißsöckige Typ. Piep. Genau. Da wollte ich früher mal mitmachen. Und es ist wirklich lustig. Übrigens gibt es das in Amerika immer noch, Family Feud. Klar. Ne? Und das ist ein geschützter Begriff. Mhm. Und deshalb heißt das, glaube ich, auch 94%. Wie das ist, das zeigen wir gleich. Genau. Und, aber erstmal erzählen wir euch eine Geschichte. Genau, eine Kitchen Story. Also Geschichten aus der Küche Knast. Mit schönen Rezepten, die man nachkochen kann. Wie das Ganze funktioniert, erzählen wir euch gleich. Und dann machen wir weiter. Jetzt. Bah. Und dann machen wir weiter mit In Light. Genau. Ne? Eine also Foto-Bearbeitungs- App. Oje, kurze Pause mit dem Bumper. 1, 2, 3. Ich schäme dich. Brauchst du nicht. Ist die Sendung, die ich bald moderieren werde hier bei NWTV. Das ist ein super Format. Ich schäme mich. Man lädt Leute ein, weshalb man sich schämt. Ne? Achso, ich dachte, wegen deiner Aktion kannst du einfach diese Sendung alleine moderieren. Achso, das geht natürlich auch, ja. Aber ich dachte, ich lade so peinliche Leute ein, dass ich mich schäme. Kennst du so viele Leute, die so peinlich sind? 94% kenne ich, Emmy. Achso. 94% aller meine Freunde sind beschämend, weil sie aber auch einfach keinen Charme haben. Ne? Und ich bin bei der siebten Level, Emmy, von 94%. Und es geht darum, dass man Antworten geben muss. Und zum Beispiel die Antwort, was man mit den USA in Verbindung bringt. Ich habe schon mal ein paar Antworten gegeben. Mhm. Zum Beispiel New York, Obama, Burger und Hollywood. Und jetzt also haben wir noch die Sachen erraten, die am meisten genannt worden sind bei der Umfrage. Ja, genau. Wie richtig. Bei Familienduell. Richtig. Eben. So, und jetzt sag mal, was haben die 13% gesagt, was man mit den USA in Verbindung bringt? Hast du bringt? Hamburger schon gesagt? Ja. Es kam halt, ich habe Fastfood eingegeben, da kam Burger raus. Okay. George Washington? Ja. Das ist es wahrscheinlich. Ich gebe Washington ein und ich bin mir sicher, das war's. Nein, das war's nicht. Okay, schade. Schade? Schade. Ach so. Noch was?
Warum fällt mir nichts ein? Ich bin doch selber Amerikanerin. Mir fällt nichts ein gerade. Das gibt's doch gar nicht. Was? NTS. Was? Liberty. Liberty, ja. Aha, Freiheit. Freiheitsstatue. Jawohl. Nein. Freiheitsstatue. Ja, sicher. Wirklich? Ja, aber bei den 4%... Busch. Nee, habe ich schon eingegeben. Ach so. Du Schweinchen. Hollywood ist auch schon drin. Pass auf, ich habe jetzt den einen, konnte ich nicht beantworten mit den 4%. Da können wir uns die Hilfe holen. Es gibt im Laufe des Spiels so Bonuspunkte, die man für sowas abgeben kann. Und dann kriegst du die angezeigt. So, und der erste Dallas Buchstaben. Oder Denver? Das ist zu lang. Das fehlt auch ein E. Ja. Dallas. Dallas? Nee, es gibt kein S unten, Emmy. Ach so. Donut. Donut, nee, es ist zu lang für Donut. Oder Donuts. Auch kein U. Schade. Jetzt könnte man unten, so ähnlich wie bei Wer wird Millionär, den 50-50-Joker ziehen. Möchte ich machen. Dafür gehen natürlich auch mal wieder Bonuspunkte drauf. Und ich könnte es immer noch nicht beantworten. Ich gehe aber soweit. Was ist einer hier gerade zu so viel. So, das kommt raus. Dollar. Mein so. Gott, Emmy. Ja, was denn? Ja, du bist doch hier. Dollar schreibt mir 2L. Ich weiß. Ich habe es zu schnell getippt. Dollar. Die Dollar. So, und jetzt haben wir dieses Rätsel gelöst. So, das weiter geht's sehr gut. Dafür gibt es extra Punkte und die kann man dann wieder für andere Aktionen abgeben. Dazwischen war immer wieder Werbung, zum Beispiel für Book of Ra. Hast du es gelesen? Ja, klar. Es war ein echt Klassiker. Klassiker. Die so, machen wir so schnell weg. Fortfahren. So, und jetzt die Frage, Emmy. Das ist rot. Kirsche. Richtig, Emmy. Ich gebe ein Liebe. Und Lippe. Herz. Lippe oder Lippen? Lippen. Ist das nicht ein Typ aus Frankreich? Lippen? Ach, oder Lippe. Jürgen nee, hat er nicht Lippe. Genommen. Lippe hat er nicht genommen. Blut. Was noch? Guck mal, das sind die Verteilungen der Antwort. Äpfel. Rosenkohl, höre ich hier gerade. Rosen. Jawohl. Ne? Nagellack. Ja, auch Nagellack, aber von Natur aus rot. Das ist doch egal. Rotkehlchen. Rotkehlchen sind nicht ganz rot. Rote Beete. All das sind Fragen, die auch ihr abgeben könnt. Ich will das jetzt zu Ende machen. Das ist noch rot. Ja, das dauert ewig. Pass auf, ich zeig dir noch mal einen anderen Spielmodi. Nein. Du kannst nämlich auch sowas hier mit... So, was bringst du damit in Verbindung? Was assoziierst du damit? Essen, mein Gott. Nee, Zwiebel. Damit in Verbindung, ja, sieht man doch. Ja, die Leute kriegen das Bild angezeigt und die sagen dann... Weinen. Auch nicht. Pfefferkörner. Pfeffer. Richtig. Scharf vielleicht. Meerrettich. Nein! Ich schreibe mir 2E. Mehr habe ich doch. Nee. Meerrettich. Auch nicht. Siehst du? Super. Jetzt Meerrettich ich schreibt man nicht mit 2R dahinter. Meerrettich. Meerrettich? So? Ja. Ohne 2R? Ja. Aha. Wusste ich nicht, aber trotzdem falsch. Was ist da noch? Achso, gut. Wir sind fertig. Spielt das Spiel weiter, addiert bis 94% sieht, ne? Von Steamhop kostenlos. Viel Spaß. In der Geschichte der Menschheit dreht sich ganz viel um das Thema Essen. Und um eine andere Sache, die ich hier nicht erwähnen möchte. Aber Essen ist so der Dreh- und Angelpunkt für vieles. Für Kommunikation und natürlich auch für Essen, zum Essen werden. Genau, da gibt es eine wunderschöne App namens Kitchen Stories. Und da kann man in der App einen Filter setzen, was man haben will. Zum Beispiel, man nimmt jetzt die Vorspeise oder Dessert. Ich habe jetzt alles mal angeklickt, aber ich kann jetzt ein paar andere Sachen wegmachen. Man kann auch die Kalorien einsetzen. Das heißt, ich will jetzt nur Sachen haben, die weniger als... Null Kalorien? Nein. Gurken und Wasser? Gurken haben auch Kalorien. Aber nur wenig. Schale, aber ich esse die Schale ja nicht. Nein, mit der Schale auch. Aber nur ganz wenig, sie haben Kalorien. So, wie lange das dauert, kann man auch zum Beispiel einstellen, dass es beim Kochen dann weniger als 300 Minuten dauern soll. Ja, weniger als 5 Stunden, weniger so viel Zeit soll es sein. Ich habe nur 5 Stunden, 85 4 Stunden Minuten. Zeit am Tag. Filter, wir machen Meerestiere, Schwein weg. Doch. Vegan weg. Ja. Vegetarisch weg. Weg. Und nur Steak, bitte. Wir machen nur Steak, machen dann vegan, ja, und gucken, was da rauskommt. Das funktioniert aber nicht. So, dann machen wir Snack, Vorspeise, Hauptspeise und jetzt habe ich Filter gesetzt und ist alles in Ordnung so. So, jetzt werden angezeigt, zum Beispiel geschmorte Riesengarnelen. Aha. Das ist ein chinesisches Neujahrsgericht. Fleischbällchen in Tomaten. Kochen mit Podengos. Kids ist das zum Beispiel.
Kochen mit was? Mit Kids. Das heißt, das ist ein Rezept, das vorgeschlagen wird, wenn man Kinder hat, dann kann man das mit denen ganz gut zusammen machen. Köttbula. Und dann, ups, werden hier in Einzelschritten dargestellt, wie man, also erstmal, schön, wie viel Zeit also man braucht. Schön gemacht, ne? Genau. Wie viel Zeit braucht man, wer von wem das überhaupt eingesetzt worden ist, wie viel, was man, also was ist, wie viel Kalorien es hat, nur 308 Kalorien. Kommt natürlich immer darauf an, wie viel man davon isst. Dann gibt es Videos, die ich, glaube ich, nicht abspielen kann, weil wir dann hier aus dem Apple TV raus. Richtig. Aber ich könnte es ja mal versuchen. Kräuter fein hacken. So wie Köttbullar. 8, 2, 3. Achtung, wir. Jetzt seht ihr ein Video. Seht ihr was? Ja! Und das ist von Kitchen Stories, das Video. Und da wird erklärt, wie man zum Beispiel hier. Thymian ist das. Thymian abzieht. Blätter vom Stiel abziehen. Ganz schlimm, man darf die ja nicht reißen. Man muss sie ziehen, so zupfen ist ja der Phase angesagt. Ist ein bisschen langwierig, also nicht das Video, sondern das Thymian abzupfen, aber man kann es auch so einfach meistens reinschmeißen oder wieder rausnehmen. Wie auch immer, also das in einzelnen Schritten wird das mit Videos dargestellt, das ist echt eine nette Sache. Ja. Fertig, raus. Bis ins Detail geht. Genau, dann hier unten werden die Zutaten dargestellt. Man kann auch eingeben, ich will jetzt für 6 Personen oder 8 Personen oder für wie auch viel auch immer. Ich ändere jetzt mal und sage, ich habe eine riesen Party und lade 60 Leute ein und dann brauche ich zum Beispiel 4500 Gramm Hackfleisch alleine. Quatsch. So wenig? So wenig für 60 Leute? Finde ich aber echt wenig. Also, das ist eine Frage. Laden wir mal 200 Leute ein. 15.000 Gramm Hackfleisch. 15.000 Gramm Hackfleisch schenke ich dir. Sehr schön. Und dann kann man alles auf die Einkaufsliste setzen. Man braucht zum Beispiel Messer, Schneidbrett, kleine Pfanne, Kochlöffel und so weiter. Dann könnte man zum Beispiel dazu trinken einen Joghurtdrink. Mhm. Passt gut zu Hackfleisch immer. Also darf ich eine Frage stellen, ja. Frau Lehrerin? Bitte. Ich habe noch im Kopf, dass man auch selber Kitchen Stories schreiben kann. War doch auch so, ne? Man kann Notizen schreiben. Ich dachte aber, man könnte noch. Und abbrechen. Hast du was bezahlt? Hast du in der In-App-Kauf getätigt? Nein! Okay, Kitchen Stories, könnt ihr mal ausprobieren. Nein, man kann auch mal eine eigene Rezepte einstellen, das stimmt schon. Ja. Genau, dafür muss man sich einloggen. Man kann und die Einkaufsliste nochmal schauen. Man kann Küchentipps sich anschauen, die nichts mit den Rezepten zu tun haben, sondern ja, ist einfach eine sehr schöne Sache. Ich soll jetzt aufhören, darüber zu reden, aber ich finde die App super. Das war eine App, die ich super finde. Puh! So, und jetzt? Yeah. Ah, Freunde der Sonne, was gibt es im App Store noch und nöcher? Wetter-Apps und Foto-Apps. Ne? Wetter-Apps und Foto-Apps. Ne? Und es hat auch einen gewissen Grund, warum wir Wetter- und Foto-Apps nur ausgewählt einsetzen. Das ist nicht so oft. Also wir haben nicht so oft Foto- oder Wetter-Apps drin. Das ist wirklich so, weil es also einfach zu viele von gibt. Foto-Apps haben wir schon viele. Welche aber war denn die letzte? Es kommt darauf an, welche Sendung man gesehen hat. Welche war denn die letzte, ja, an die viele. Du dich erinnerst? Ist doch egal. Auf jeden Fall dafür, dass es so viele gibt, machen wir auch ein paar, aber eben nicht so viele im Vergleich zu wie viele es da im App Store gibt. Wetter-Apps machen wir sehr wenige nur. Kaum. Sehr wenige. Ne? Und wenn ich mal für eine App Geld ausgebe, dann ist sie richtig gut. Die kostet sogar 3,99 €, die App, und sie heißt Nlight. Und ich hoffe mal, dass ihr ein Bild von mir habt in der Sekunde jetzt hier. So, Nlight funktioniert folgendermaßen. Man hat hier oben rechts ein Menü, was man rein und rausfahren kann und das Bild, welches man bearbeiten möchte. Man kann aus der Galerie welche wählen, man kann aber auch eigene Bilder schießen. Und was ganz toll bei Nlight ist, ist dadurch, dass es ja einen wirklich sehr umfangreichen Funktionsumfang hat, Doppelung, ne, kann man hier auch Touren machen. Ne? Und diese Touren erklären einem für viele einzelne Menüpunkte, was man alles machen kann, beziehungsweise wie man diese Menüpunkte auch entsprechend anwendet. Ich habe hier ein Bild aufgerufen und ich wähle jetzt mal eine Filteroption hier. Wir wählen mal eine Analogfilteroption und unten werden mir jetzt die entsprechenden Filter geladen. Und auch dazu wird dann immer wieder erklärt, wie ich diese Filter anwende, was für Funktionen es gibt. Zum Beispiel, wenn man selektive Filter auswählen möchte oder wenn man einfach einen Filter hier hat, dann wählt man ihn mit durch links und rechts ziehen, holt man die Intensität des Filters hervor oder setzt sie zurück. Und wenn man den Vergleich zu dem alten Foto haben will, unten rechts einfach mal hinklicken. Dann gibt es hier unten auch noch verschiedene Tools, die man draufsetzen kann. Mhm. Filmfilter, die man reinsetzen kann, mit verschiedenen Farben, die man auswählen kann. Was gibt es sonst noch hier? Den Lichteinfall kann man reinsetzen, wenn man zum Beispiel von der anderen Seite. Oder Masken, die man reinpacken kann. Ich finde das auf jeden Fall schön, da wir eben wirklich so ein paar Foto-Apps vorgestellt haben hier in der Sendung, würde ich gerne von euch wissen, welche Apps ihr gerne benutzt, um Fotos zu machen. Ihr könnt ihr gerne auch bei uns auf die Facebook-Seite posten oder uns die zuschicken per E-Mail an marco@erbsen.tv oder emily@erbsen.tv und dann werden wir mal ein paar auswählen und die hier vorstellen. Bitte. Weil wir selber den Überblick ein bisschen verloren haben. Bei der App ist es aber schon so, dass ich sagen muss, sie ist leicht zu handhaben und auch die 3,99 € meiner Meinung nach schon ja, doch. Wert. Also es gibt auch echt wirklich sehr, sehr viel, was man hiermit machen kann.
sehr umfangreich. Also es geht über die normalen Bildbearbeitungsprogramme, die es so auf den Smartphones gibt, hinaus. Ich habe auch noch nicht, also noch lange nicht alle Funktionen wirklich raus. Und das ist so ein Batteriekiller, den man mal benutzen kann. So zum Beispiel kannst du auch eigene Schriften reinsetzen, wenn du magst. Hier gedrückt halten, um deine Schrift reinzusetzen. Zack, kannst eine eigene Schrift. Hallo, Vogel. Vogel, zack, fertig. Mach dir das da rein. Wirklich sehr, sehr aufwendig, sehr umfangreich und sehr schön gehandhabt. Fast wie unsere Sendung, würde ich mal sagen. Ja, und ja, so ähnlich vergänglich wie diese App, die nur 3 Minuten gebraucht hat, ist auch das Ende unserer Sendung erreicht. Schade. Amy, tut mir leid. Halt die Tränen zurück. Mein Bein ist eingeschlafen. Das macht nichts. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag, Abend und Sonstiges und freuen uns auf die nächste Apps mit euch. Wie gesagt, ihr seid gefragt, wenn ihr Apps habt, die wir vorstellen sollen, schickt sie uns einfach oder postet sie bei uns auf die Facebook-Seite. Ansonsten wünschen wir euch noch alles Gute, lasst es euch gut gehen und surft einfach, bis der Arzt kommt. Tschüss. Trying like a nigga, that's what they won't do, nigga. Wanna know a funny thing about this shit? Even if you let them kill your dream, it'll haunt you, nigga, haunt you. Last night I had a bad dream that I was trapped in.